Der Wunsch, im Fußball zu siegen, hat die Frauen der russischen Spieler vor der EM in Portugal veranlasst, sich nackt fotografieren und nur mit dem Bild ihres jeweiligen Mannes als Feigenblatt in einer Boulevardzeitung abdrucken zu lassen. Genutzt hat es nichts. Dabei ist Nacktheit in Russland immer noch verpönt. Ein gängiger Spruch hieß dort einst, in der Sowjetunion gibt es keinen Sex. Und deshalb regt Nacktheit auch heute noch auf, sei es in der Werbung oder aber in der Kunst. Aus Moskau, Udo Lilischkis. Das ist ein Werbespot für russisches Bier, den in Russland niemand mehr zu Gesicht bekommt. Er wurde kürzlich verboten, weil zu freizügig. Zwar testen Werbefirmen mutig die Schmerzgrenzen der Zensoren, aber im Kern ist die russische Gesellschaft immer noch reichlich prüde. Kein Aufklärungsunterricht an den Schulen. Politiker wollen sexuelle Anreize für Jugendliche ebenso verbieten wie Homosexualität. Viagra wurde in der Presse als Gefahr gebrandmarkt. Heute Abend daher Spannung angesichts dieses deutschen Kulturbeitrages in Moskau. Fotos von Dieter Blum. Sie zeigen Profis des klassischen Balletts in schwereloser Stilisierung. Durchaus russisches Kulturgut also, aber eben ohne Hüllen. Durchaus neu für Russland. Fotografie der Spitzenklasse, über handwerkliche Zweifel erhaben, aber eben nicht unbedingt über moralische. Ja, gibt Blum zu, Erotik spielt durchaus als Erfolgsgeheimnis eine Rolle. Das ist vielleicht dieses Überzogene, was den Russen natürlich aufstößt. Positiv oder wie auch immer. Auf jeden Fall, in St. Petersburg gab es sehr große Demonstrationen gegen meine Ausstellung. Erstens, also die Altkommunisten, wie einer der Direktoren sagte, die das einfach nicht verwinden können, dass eben die Zeit anders ist. Und wie anders? Die Revolution verlangt Konzentration, soll Lenin seinen Mitstreitern gesagt haben. Sie vertrage keine erotischen Aufwallungen. Derart eingestimmt lässt Stalin alles Lustvolle aus Kunst und Literatur verbannen. Erotik wird als westlich dekadent gebrandmarkt. Nackte Körper vermitteln allenfalls Schweißgeruch. Und wenn überhaupt, dann durfte die Erotik erfüllter Fünfjahrespläne jahrzehntelang das Auge der Ausstellungsbesucher entzücken. Ja, alles war verboten, singt sie, aber heute ist ja alles erlaubt. Und ob. Der deutsche Kulturbeitrag lässt viele Besucher offensichtlich tief beeindruckt zurück. Ja, das ist schon eine Provokation, aber gewaltig. Gewaltiges Licht, eine gewaltige Fotografie. Kunst eben, und das noch aus Deutschland, ein Kulturbeitrag. Die Blumenausstellung zensieren, sowie gewagte Bierreklame, das wird dann doch kein noch so prüder Kulturbeamter wagen. Das waren die Tagesthemen. Sven Plöger versucht im Wetter mal mit einem Alto Cumulus Lenticularis. Und gegen 0.35 Uhr unterrichtet sie dann Katharina Wolkenhauer im Nachtmagazin wieder über den letzten Stand der Dinge. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren, und eine geruhsame Nacht. Bis morgen, dann wieder zur gewohnten Tagesthemenzeit.